Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe mal wieder bei eBay geguckt, Freunde. Und da ist wieder ein bisschen mehr als gucken draus geworden. Deswegen sind wieder ein paar Sachen angekommen, die ich euch direkt mal präsentieren will, in den letzten Tagen und Wochen. Neue Comics für mich, ich freue mich. Was haben wir hier? Also wie gesagt, das ist alles jetzt bei eBay gekauft worden. Als erstes habe ich hier, wie heißt das überhaupt? Welche Nummer ist es denn? Batman Sonderband Nummer 6, Robin. Und zwar hatte man mich letztens schon mal gefragt bei einem anderen Comic-Neuzugänge-Video, ob ich wüsste, wo diese die erste Robin-Miniserie drin ist von Anfang der 90er und genau die ist hier drin. Zudem die Hefte Batman 455 bis 457. Das sind also schon mal drei Hefte plus die erste Mini. Das sind nochmal fünf Hefte. Ja, habe ich demjenigen auch beantwortet. Ich hoffe, dass du das auch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der das jetzt gefragt hatte. Ich hoffe, dass du hier schaust. Hier zum Beispiel Cover von der ersten Robin-Miniserie um Tim Drake, dritten Robin oder vierten. Auf jeden Fall nicht der Dick Grayson, nicht Jason Todd, sondern Tim Drake, den man ja auch kennt. Hatte halt hier Anfang der 90er seine eigene Miniserie bekommen. Ist hier mit drin. Freue ich mich sehr, dass ich es habe. Hab diesen Band jetzt, der hat mal 19,90 Mark gekostet. Ist von 2000. Also noch unter Dino gekommen. Und 196 Seiten. Ich habe den jetzt hier für 3 Euro bekommen. Ist in einem wunderbaren Zustand. Beim selben Händler für 1 Euro weniger habe ich dann hier noch von Garth Ennis Hitman, Aces of Killers. Das ist der zweite Hitman, Hitman Sonderband 2. Den ersten habe ich ja auch, also fehlte mir der zweite. Habe ich allerdings nur mitgenommen, weil er halt günstig war und bei dem Händler ich was kaufen wollte, was ich euch gleich präsentiere. Eigentlich war ich hinter der dritten Sache her. Diese Robin-Sache wollte ich sowieso auch mitnehmen, aber den hier hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht. Ist halt rund um diesen, ich sag mal, Auftragskiller im DC-Universum, Hitman, den man auch als Zweitserie bei Lobo damals bei Dino drin hatte. Und der hatte hier auch noch ein paar, also zwei Sonderbände. Ja, freue ich mich hier auch mit Catwoman dabei. Freue ich mich sehr. Habe ich für 2 Euro bekommen. Ist auch wie auch der Robin-Band in einem super Zustand halt. Nicht wie neu. Also man merkt schon, dass es ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber ist sonst in einem Top-Zustand. Kam hier so um die 2001 rum raus in Deutschland. Und bei dem Händler halt, wo ich eigentlich hinterher war, war dann Catwoman im Niemandsland, Batman präsentiert oder beziehungsweise Batman Sonderband 8, eben war ja Batman Sonderband 6, genau, Batman Sonderband 6 war ja dieser Robin-Ding, Batman Sonderband 8 ist dann halt hier Catwoman im Niemandsland. Ich hatte mir ja letztens dieses andere Special geholt, wo ich auch dieses Variant-Cover dann später gespendet bekommen habe. Und der Sir Acer meinte dann halt, ey, da gibt es doch noch einen Band, den hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Als ich ihn dann gesehen habe, war es mir wieder klar. Ist halt auch rund um diese Niemandsland-Saga. Und das ist aus dem Run Catwoman, also von Jim Ballant. Hier sind dann halt die Ausgaben irgendwas in den 70ern, glaube ich, drin, von der Nummerierung her. Tja, wenn ich das jetzt finden würde, liebe Freunde, wo habe ich das denn gesehen? Irgendwo muss das doch stehen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Doch, hier hinten. Hier hinten sind ja die Cover. Das geht also von 72 bis 77.
sind hier drin, 148 Seiten, habe auch mal 19,90 Mark gekostet, müsste so um dieselbe Zeit, ungefähr 2000, 2001 oder 1999 rausgekommen. Hier 2000 ist es hier auch rausgekommen. Niemandsland war ja so um die 1999 rum, fing das ja an und ging ja auch, war ja auch etwas umfangreicher. Der war jetzt am teuersten von allen, da habe ich dann 7 Euro für bezahlt, aber wollte ich dann halt unbedingt haben und habe dann die anderen beiden halt mitgenommen. Das Ding war noch, dass der Band dann einzeln mir per Post gesendet wurde und ich dann nicht wusste, hat derjenige, beziehungsweise es war eine die, hat die anderen Sachen vergessen, habe ich die angeschrieben, sagte sie, nee, habe ich dir doch geschrieben, dass ich die gesondert versende. Hatte sie mir nicht geschrieben, aber ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, ich habe das Zeug, ne? Und ja, das war bei dem Händler. Dann habe ich bei einem anderen Händler zugeschlagen. Und jetzt gehen wir mal tief in die 90er Jahre rein. Wir gehen zum Nicht-Splitter Verlag, dachte ich erst. Ist aber auch schon Panini, allerdings unter, wie hieß das denn, Generations Comics. Da wissen die Experten schon, worum es vielleicht gehen könnte. Darkchild. Ja, ist so ein Produkt der 90er Jahre vom Image Verlag halt. Hier Heft 1, Das Reich der Albträume, die hatte halt so ein paar Miniserien, immer so Dreiteiler. Und die erste Miniserie war Das Reich der Albträume und da habe ich dann halt nur das erste Heft von bekommen. Ist diese, ich habe jetzt noch mehr Hefte, die ich gleich präsentiere. Das ist jetzt alles 1 Euro Ware, in einem super Zustand, muss man sagen. Dann die nächste Miniserie, Das Vermächtnis, da habe ich dann Heft 1, sind also immer Dreiteiler gewesen, so wie ich das gesehen habe. Ja, Darkchild ist halt nicht dafür bekannt, dass, darüber habe ich schon gehört, dass es jetzt inhaltlich so klasse und weltbewegend ist, lebt halt von den Zeichnungen, die ganz gut sind. Ich habe eben halt auch schon mal reingeschaut und die gefallen mir schon ganz gut, die Zeichnungen halt. Und da habe ich von Das Vermächtnis habe ich dann Heft 1 und Heft 2 bekommen. Ja, und Heft 3 hatte der leider nicht. Dann geht es aber weiter, er hatte trotzdem noch mehr Hefte. Es gab dann noch eine dritte Miniserie, die dann hieß Darkchild 2001 und da habe ich jetzt hier Heft 2 mit so einem wunderbaren Doppelcover oder so oder rundherum Cover. Hoffe, dass man das gut sieht, dass es nicht so sehr spiegelt. Da war das Ding, er hatte auch Heft 1 und das ist irgendwie, was ist damit los? Was ist mit Heft 1 so, was ist an Heft 1 so besonders? Das ging nämlich hoch. Vom Preis her. Ich habe da ein bisschen mitgeboten, weil ich dann dachte, ich guck mal. Ja, und dann bin ich irgendwie bei 8 Euro aber ausgestiegen. Und dann ging das, glaube ich, noch ein bisschen hoch. Und, oder 8,50, 9 Euro. Also es war dann nicht mehr viel. Aber das war mir dann zu teuer. Ne? Da werde ich mal woanders gucken, ob ich das nicht günstiger bekomme. Weil diese Hefte will ich eigentlich eher im Bereich 1, 2 Euro. Das sind so, dann mal mitnehmen. Ne? Das wollte ich immer mal haben. Hier auch ein wunderbares Cover. Heft 3 halt noch. Bedeutet von diesen ganzen, ich weiß auch nicht, es gab da glaube ich auch noch Specials oder so. Das könnt ihr mir ja mal reinschreiben, aber ich meine, dass die drei Miniserien hauptsächlich sind. Also ich bräuchte eben hiervon noch Heft 1 und 2, Heft 2 und 3. Und von den anderen, von der anderen zweiten, von Das Vermächtnis brauche ich dann Heft 3 noch und von der letzten Serie Heft 1 halt noch. Wie gesagt, die anderen waren alle so um 1 Euro Ware und das andere ging irgendwie hoch. Dann bei einem anderen Händler habe ich gesehen, hatte ich schon länger nachgeguckt, kam sowohl bei Panini in so Prestige-Ausgaben als auch bei der Eagle Moss Collection und dann habe ich immer geguckt, wo kriege ich es günstiger. Ich hatte jetzt bei Eagle Moss zugeschlagen. War letztens hier auch mal so ein Thema. Ja, Batman, das erste Jahr, habe ich mir halt in diesem Eagle Moss, in dieser Variante jetzt geholt, ist hier auch in diesem Retro-Style, in diesem Retro-Stil gezeichnet.
den ich ab und zu ja mal ganz gerne mag. Müsste man jetzt mal gucken, wer das gemacht hat. In dem Fall, das weiß ich nämlich nicht auswendig, Scott Beatty. Sagt mir jetzt so direkt gar nichts. Chuck Dixon, der Autor, sagt mir schon eher was. Den kenne ich, aber Zeichner sagt mir nichts. Ist halt in diesem Retro-Look gehalten. Ist so, ich glaube, 2001 mal ursprünglich erschienen. In der Originalvariante. Ja, das erste Jahr von Dick Grayson jetzt in dem Fall und nicht Tim Drake als Robin. Von diesem, das erste Jahr habe ich ja auch andere Sachen schon. Ja, freue ich mich. Achso, das hatte ich jetzt hier für 9 Euro bekommen. Ne? Und 9 Euro bei so einem Hardcover, da kann man ja nichts sagen. Dann habe ich auch günstig gesehen und war immer mal am Überlegen, ob ich es mitnehme. Bei einem wiederum, das sind jetzt die anderen beiden, die jetzt noch kommen, jeweils anderer Händler auch. Punisher Blutspur heißt, glaube ich, im Original Circle of Blood oder so. 1 bis 5 war, soweit ich weiß, Mitte der 80er die erste Miniserie, die der Punisher bekam, nachdem er ja in den 70ern schon seinen Auftritt bei Spider-Man hatte und dann ein paar Auftritte als Gaststar. Wurde es ja mal Zeit, eine Miniserie um ihn zu machen, wurde hier halt von Steven Grant geschrieben, vor allem von Mike Zack gezeichnet, der ja auch für das wunderbare Spider-Man Cravens letzte Jagd verantwortlich ist. Also ein älterer Stil. Soll relativ brutal gewesen sein damals, aber ich habe auch schon gehört, dass es im Vergleich zu heute oder den neueren Punisher-Sachen jetzt natürlich nicht so brutal ist. Habe ich jetzt hier für 6 Euro einfach mal mitgenommen, dass ich noch ein bisschen was von Punisher habe. Ich habe ja schon ein bisschen was von Punisher. Und ja, ich denke, das wird jetzt dann auch diese Punisher-Sache für mich erstmal abschließen in meiner Sammlung. Dann der letzte Band, den habe ich zum Vollpreis und original verpackt gekauft. Ja, und da kann ich ja mal was zu sagen, weil eigentlich hatte ich den nicht auf dem Schirm oder wollte, ich hatte das gesehen, dass es rausgekommen ist, aber wollte das nicht unbedingt kaufen. Jetzt diesmal aus der Roten Hachette-Sammlung, Kill Raven heißt der gute Mann. Ja, den kannte ich überhaupt über. Den kannte ich gar nicht. Ist halt von Marvel, ein Charakter aus den 70er Jahren. Der hier allerdings, hier sind so 2 Hefte aus den 70ern drin. Amazing Adventures Volume 2, 18 und 19. Und wo er eingeführt wurde. Und dann Kill Raven Volume 2, 1 bis 6. Und das ist aus dem Jahre 2003. Und deswegen habe ich es mir auch gekauft. Nicht, weil es aus dem Jahre 2003 ist, sondern weil es von Alan Davis gezeichnet wurde. Also die Hauptminiserie hier drin, die Teile 1 bis 6. Sprich, die ersten beiden Hefte sind halt die alten Sachen. Und danach Alan Davis. Alan Davis mag ich sehr gerne. Außerdem hatte ich dann halt Lust. Ja, okay, dann habe ich gedacht, ey, wenn es Alan Davis gezeichnet hat, ist es schon mal nicht so schlecht. Und der Charakter hatte mich eigentlich nicht so interessiert, dann habe ich mich aber so ein bisschen damit beschäftigt und der ist halt damals irgendwie eingeführt worden, spielt halt in so einer Zukunft, so einer apokalyptischen Zukunft und basiert halt auf diesem Krieg der Welten, auf diesem Krieg der Welten-Roman, dass man halt sagt, die Marsianer haben jetzt die Erde doch erobert und er und einige andere stellen sich denen entgegen. Da bin ich mal sehr gespannt, weil ich da wirklich wenig drüber, bis gar nichts drüber weiß, sozusagen. Ja, und da war mir dann doch durchaus auch der Vollpreis das wert, weil es eben Alan Davis ist. Ja, das war es wieder mit dieser Folge Comic-Neuzugänge. Wie gesagt, liegt halt daran, dass ich im Moment viel kaufe, dass so viele Folgen davon kommen. Ich werde natürlich auch wieder Reviews machen und anderen Kram. Wenn ich dazu komme, habe ja auch sonst so ein bisschen was zu tun. Ich freue mich natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, würde mich das sehr freuen. Dann lasst gerne mal ein Like da und auf jeden Fall auch einen Kommentar über die Sachen, was ihr davon haltet, ob ihr das auch habt oder holen wollt, ob das interessant für euch ist. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.